Die nächste Gruppe hat das Prinzip die Börse sehr gut verstanden. Sie sind sehr clever, denn sie heißen Papagare auf Deutsch Zahlen. Sie sind sehr clever, denn sie heißen Zahlen, Zahlen. Fünf Männer, wie die fünf Finger. Und Sie, meine Damen und Herren, wie viel würden Sie für fünf Männer bezahlen? Also, einen warmen Applaus für Pagare mit knapp neben der Puls der Zeit. Yeah! Guten Abend miteinander. Ja, wir werden jetzt also die Pagare. Und wenn man uns so anschaut, dann könnte man durchaus auf einen Gedanken kommen, wir sind knapp neben dem Puls der Zeit. Aber wir können euch also eins sagen. So nah dran wie jetzt, sind wir glaube ich noch nie gewesen. Seit kurzem sind wir nämlich stolz sein, notabene die ersten Träger vom brandneuen Label «Ein Herz für Töne». Was das Label genau beinhaltet, erfahrt ihr nachher gerade im ersten Lied. So viel vorweg, ihr könnt euch unbesorgt zurücklehnen und es geniessen. Im Wissen darum, dass ihr etwas Gutes tut, wenn ihr uns und unsere Töne unterstützt. Du, eins, zwei, drei, vier. Bara, bara, badu, badildi, du, papa. Auf YouTube, iTunes, Spotify, Lieder, Töne, mein Heizbrain sind deprimiert, will komprimiert und gegen ihren Willen konsumiert. In Masse kalte, schön verpackt, doch niemand weiß, was drinnen steckt. Auf Hochglanz streamt und präsentiert, singet sie ein trauriges Lied. Doch jetzt wird's besser, Pagare Rupa. Schluss mit Unterdrückung, weil wir schauen drauf, dass jeder Ton vom C bis zum H erst erfüllendes Leben darf haben. Wo Pagare drauf steht, ist auch Pagare drauf. Wir geben das Leben von jeder Tone Sinn. Wir schaffen Diversität anstelle von Monokultur. Vom Vertrauen auf die Kraft der Natur. Denn wenn Pagare drauf steht, dann kannst du dich drauf verlassen. Tonale Eigenheiten sind willkommen da. Und jeder Einzelton ist aus der Region. Und jeder Produzent kommt so seinen fairen Lohn. Und der Akkordhaltung ist bei uns Pflicht. Und unsere Durchlebung verlust. Welt, Glück von Hand, darauf sind wir erpicht. Und am Abend gibt's in allen einen Kuss. Wir zwingen keinen Ton in ein Korsett. Und auch schwingen muss er nicht, wenn er nicht will. Ja, das Konzept von unserer Tonproduktion, das vertönt von A bis Z. Ja, unsere Töne sind gesünder, weil sie sind komplett stressfrei. Und auch zu Zusatzstoff, da sagen wir nein, nein. Pagare nimmt sie alle an der Hand. Ja, das ist der neueste Brand.
Pagare draufsteht, ist auch Pagare drin. Wir geben das Leben von jeder Tone Sinn. Wir stehen für Diversität anstelle von Monokultur und vertrauen auf die Kraft der Natur. Denn wenn Pagare draufsteht, dann kannst du dich drauf verlassen. Und alle Eigenheiten sind willkommen da. Und jeder Einzelton ist aus der Region. Und jeder Produzent kommt so seinem fairen Lohn. Ist der Ton auch schräg? Oder sonst ein bisschen eigen? Ist er auch zu hoch? Oder zu tief? Oder steht er lieber allein? Ja, all das ist okay. Ist er auch schüch? Oder abkackt? Oder viel, viel zu lang? Einfach gerade so wie er ist. Ist auch Pagare drin. Ja, unser Engagement ist für alle ein Gewinn. Und jeder Einzelton ist aus der Region. Und wirklich jeder Produzent hat seinen Lohn. Apropos Lohn, was nimmt man denn nicht alles in Kauf für seinen Job? Jeden Morgen zwängen wir uns überfüllte S-Bahnen, bewaffnet mit einem iPhone, nur 20 Minuten und mit Kopfhörer, um ja nichts müssen mitbekommen vom Gegenüber. Es könnte dann manchmal fast ein Schmuch werden dabei. Dabei bräuchte es doch nur so wenig. Du. Montagmorgen, 6 Uhr früh, du bist auf den Zug gehetzt. Der Wagen ist schon voll. Ein einziger Platz scheint unbesetzt. Doch halt, da steht eine Tasche drauf. Darum fragst du leicht beschämt: Ist dieser Platz noch frei? Du fühlst dich wie gelähmt. Schweigend schafft man dir nun Platz. Du musst vorbei an jedem Knie. Du setzt dich hin und denkst, wie schaff ich hier bloß Harmonie? Sag doch einfach mal Hallo, wie geht's, wie steht's, wie läuft's denn so? Und alle Menschen werden froh, die Augen funkeln lichterloh. Vielleicht reicht auch nur ein Salü. In einem Zug, diesmal die Kinder mit dabei, das Wunschabteil zu finden, läuft nicht ganz ohne Geschrei. Gerangel um den Fensterplatz, ein Schnuller in der Luft, senkt Triefen sich herab, verfehlt den Nachbarn knapp. Seine Hände, die verkrampfen sich, das Gesicht verfärbt sich rot. Und du fragst dich, was zu tun ist in dieser Not. Setz ihm die Kleine auf den Schoß und schon denkt er, wie kommt ich bloß? Und er wird sie nach ihrem Namen.
Namen fragen und den fortan in seinem Herzen tragen. Weil so viel Glück ist, hei, 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 die Fahrt dann viel zu schnell vorbei. Beim Ausstieg dann ein Blick zurück, während er eine Träne still da drückt. Ja, und wenn du dann am nächsten Abend, am Feierabend, wieder in den Zug steigst, diesmal mit einem saftigen Kebab in der Hand. Und wenn du dann in die ernsten Gesichter deiner Mitreisenden schaust, ja, dann bereitet dir das eben keinen Kummer mehr, denn du weißt nur zu gut, was man in solchen Situationen tut. Du reichst ihn einfach mal herum, manch einer schaut vielleicht kurz dumm, doch dann wird man dich schnell willkommen heißen und herzhaft in deine Mahlzeit beißen. Ist ein Veganer noch dabei, dann beug dich vor uns an, verzeih, und nimm ihm schnell das Fleisch vom Rot und auch die Zwiebel noch zur Not. Und ging es uns eben grad noch mies, fahren wir jetzt ins Paradies. So schön und einleuchtend, wie das auch tönen mag. Schlussendlich, wenn es hart auf hart kommt, bist du dann eben gleich nur einer von 10 der Kebab. Und was machst du denn mit den anderen 9? Die bräuchten eben wahrscheinlich wirklich einfach ein bisschen Ruhe und Entschleunigung. Und was gibt es da Besseres als Ferien auf dem Bauernhof und Schlafen im Stroh? Gschaft, kommt aufs Maul mit einem kleinen Munali. Zweit Dorar, mein liebste Vreneli. Vreneli, als ein Kli, sind wir der gleiche Hang und Ruf. Sie und ich, der junge Geissli noch. Verschloss mir fast der Schnuff, wo ich sie sehe, da vor mir steh. Jo, 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 schmeckt wie eine Blumenstrauß. So fein. Ihre Haut ist wie ein Ankermödeli. So fein. Und ihre Bär
Säckli bringt mich ganz raus, mich ganz raus. Ihre Beine, die hat sie von der Mutter. Der Blick vom Berner Sennenhund und schmienzeln ich auf ihres Dekolleté. Der schmilzt sich grad wie Frühlingsschnee. Jo, jo. Schützend die Hand auf ihres Dekolleté. Oh weh, Schreck lass nach, was muss ich doch sehen? Ein Verlobungsring an ihrem Finger. Plötzlich tut mir das Herzli schüli weh. Ja, so geht's Mengen, wo Wanderschaft und bereit ist sie der Schwarm zu verlassen. Zum Glück gibt's etwas, wo mich tröstet tut. Sie ist, dass sie noch fünf Schwestern hat. Apropos Schwestern. Also die fünf lassen wir uns jetzt sicher nicht noch die Klappe gehen. Ja, aber ich habe im Fall gehört, die wohnen schon lange in der Stadt unten. Ja, dann nichts wie los, hopp. Ja. Ich will nämlich schon lange wieder mal so richtig den Puls von der Grossstadt spüren. Oh yeah! Oh yeah! Freitagabend habe ich zu tun und auch im Fernsehen da läuft nichts. Sie verdrückt mich fast die Ruhe, ich muss mal wieder unter die Leute. Meine Füße sind wie die Stadt, ich vertraue ihnen blind. Bin überrascht, wo wir an die Stadt beim Kino vor dem Club sind. Da spüre ich plötzlich so ein Reissen. Ich hocke in einer Bar, bestelle mir gespritzte Wiese. Jetzt wird's mir langsam klar. Mein Blick geht auf den Dancefloor. Aus der Boxen dröhnt der Hit. Es stehen mir gerade meine Nackenhaare. Mann, der DJ ist der Shit. Halt, was macht da meine Hüfte? Und was geht da meine Knie? Was passiert mit meinen Armen? Das Gefühl ist doch nicht neu. Und ich tanze wieder wie ein Gott. Au! Auch wenn das sicher niemand mehr sehen will. Au! Es ist ein absolut totaler Schrott. Ah, ja, ich tanze wieder wie ein Gott. Auch wenn das sicher niemand mehr sehen will. Und auch der Muskelkater schon anfängt. Ah, wie konnte ich ohne können sein? Ich hoffe, die Nacht geht nie vorbei. Und gerade mit dem nächsten Hit spiegt es mich zurück in die Zeit. Wo mir noch wieder Steve Urkel in Sicilien Moves entrappt. Und auch beim Freestyle im Circle hat uns da nichts mehr gestoppt.
zuckt mich schon wieder in der Hüfte. Jeder Widerstand sagt los. Ich spüre die Energie, die steigt. Und ich lege wieder los. Und ich tanze wieder wie ein Gott. Auch wenn das sicher niemand nichts mehr will. Und auch sicher niemand mehr drauf steht. Ja, ich tanze wieder wie ein Gott. Auch wenn die Schwierigkeit mich nachlässt. Und auch der Muskelkater schon anfängt. Break it down. Tools in the door. The clutch in your hand. Und wir tanzen wieder wie ein Gott. Danke, du und das Lied an den supergeilen Club, dein Dank für Tanzen und Singen für euch. Oh yeah. Wir wünschen euch mal schöne Abend. Wenn ihr irgendwo die Gruppe gehört, gerufen, dürft ihr mittanzen, mitgerufen. Oh yeah. Ich mache noch mal unten. Aber ich schmecke, ich denke noch ein Land. Das ist ein absoluter Downshot. Break it down. Tschüss, ciao, peace. Wir sind dos. Ein Liebe. 3, 4. Tschüss zusammen.